Alex, Hans-Georg, wacht auf. Los, aufwachen. Marianne, Esther. Was ist denn los? Lass mich doch einfach weiter schlafen. Da draußen ist jemand. Was? Wer soll denn da draußen sein? Stimmt. Hört doch mal hin. Da macht sich doch irgendwer in unserem Zelt zu schaffen. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ist das ein Tier? Oh Mann, ich hab solche Angst. Psst, jetzt seid doch mal ruhig. Scheint wieder weg zu sein. Ja, wenn, dann hatte das Angst vor uns. Warte mal, ich schnapp mir mal meine Taschenlampe und geh raus. Nein. Ich bin doch vorsichtig. Ich warte einfach hier drin im Zelt. Ganz schön. Wenn ich hier so oben... Oh, was ist denn... hey Leute, kommt raus, der Postbote war da. Was? Ja, hier liegt ein Paket vor dem Zelt. Mach das bloß nicht auf. Na klar mach ich das auf, dafür sind Pakete da. Ja, wart doch mal auf uns. Ist das unheimlich hier draußen? Vor allem kalt. Also schüttel das erstmal. Man hört, dass was drin ist. Es ist gar nicht so schwer, das Paket. Schau mal, da sind so komische rote Flecken drauf. Ist das Blut? Jetzt mach's schon auf. Ist ja schon gut, warte. Und? Das ist... Das ist aber ganz schön. Das ist alles voller Blut. Das ist ja ekelhaft. Was ist das? Ein abgeschnittener Hundepfote. Leute, was ist da? Das sind Motorräder. Was? Das sind die Motorräder. Oh, was wird das denn auf einmal so hell? Jetzt kommt ein Scheinwerfer und kommt genau auf uns zu. So ein Mist, was machen wir denn jetzt? Sie wollen uns überfallen. Oh, los, schnell weg hier, komm. Los, komm schon. Nicht so schnell. Wir müssen aus dem Wald raus. Ich kann nicht, mach doch, du schaffst das schon, komm. Jetzt. Da hinten, da ist jemand zu Ende. Seht mal, da steht eine Kapelle. Ja, aber das riecht nach Tod und Vergänglichkeit. Oh, Unsinn, woher willst du denn aus der Vergänglichkeit reden? Ja, erst die Hundefurt und das viele Blut und gibt eine Kapelle. Quatsch, jetzt hör auf, das ist unsere Rettung. Da müssen wir hin, komm schnell, das schaffen wir. Puh, das war knapp. Aber so eine Angst habe ich noch nie gehabt. Von wegen einfach Halbstarke, die Flausen im Kopf haben. Die sind doch kriminell. Ja. Na, wenigstens sind wir jetzt hier sicher. Gott sei Dank steht hier diese Kapelle. Die ist ja echt wie aus dem Nichts aufgetaucht. Mann, bin ich froh. Und ich erst. Ja, etwas Gutes hatte die Sache ja. Was, ja? Ja, ich meine, jetzt wissen wir ganz sicher, dass sie uns hier nicht haben wollen. Ja, toll. Ich wollte ja eigentlich nur Urlaub machen hier. Ach, jetzt fange ich wieder damit an. Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, draußen zu zelten. Ja, ich meine ja nur. Und jetzt? Ich würde sagen, wir warten jetzt hier bis zum Morgengrauen und schauen dann nach unserem Zelt. Ja. Diese Nacht erinnert uns alle an die Nacht in Schottland. Da mussten wir auch schon in einer Kapelle schlafen. Es wurde ähnlich ungemütlich und hart. Es dauerte lange, bis auch der letzte von uns eingeschlafen war.